Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Minecraft. Beim letzten Mal haben wir ja hier noch ein paar kleine Pläne gemacht. Oder auch große Pläne. Ne, ich glaube es waren eher kleine. Weil ich keine Lust mehr hatte auf dieses ganze Technikzeugs. Und da ist mir ja ein Kabel in die Luft geflogen und noch ein paar Geräte auch, soweit ich mich daran erinnern kann. Und jetzt will ich mal ein bisschen hier weitermachen. Im Gegensatz zum letzten Mal, wo wir aufgehört haben, habe ich jetzt eine Idee, was ich hier machen könnte. Und zwar schon eine recht konkrete. Und damit will ich jetzt gleich mal anfangen. Das Dumme ist nur, ich brauchte erstmal ein bisschen Platz sowieso. Ja, den kann ich schon mal machen. Und auch ein paar... Oh, das war schon zu viel. Und auch ein paar Gerätschaften. Materialien. So, ich habe mir auch noch... Ach komm, ja, wo wir gerade bei der Erdarbeit sind hier. Was machen wir denn damit? Ich glaube... ja, gut. Ja, ich glaube, da werde ich aber ein bisschen großzügiger sein und das ein bisschen weiter nach draußen versetzen. Das erlaube ich mir dann da ausnahmsweise mal. Was ich sagen wollte, ich habe auch hier mir was überlegt hier dafür. Ich wollte ja noch ein paar so, naja, irgendwie sowas wie Fischteiche anlegen oder sowas. Oder einfach ein paar so Tümpel. Und das würde ich gerne hier machen. Auch da habe ich mir was ausgedacht. Ich mache mal eben das hier weg. Wohl eigentlich kann ich das lassen, oder? Naja, jetzt ist es weg. Oh je, da ist aber ziemlich viel zu machen hier. Naja, gut. Dann mache ich mal. Oder soll ich doch mit dem Haus weitermachen? Oder beziehungsweise anfangen. Von wegen weitermachen. Aber ich brauche noch Materialien. Ja, ja, genau. Ach komm, jetzt bin ich schon hier, dann mache ich mal hier weiter. Ich will das ja sowieso machen, von daher ist das auch egal. Und da vorne für diese Senke, da habe ich mir auch was ausgedacht. Die Idee ist aber noch nicht ganz... Ja doch, die Idee ist eigentlich schon ganz ausgereift. Ja, ich weiß jetzt, wie ich das machen will. Ich habe da mal ein bisschen rumprobiert und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, aber naja, noch nicht gut genug. Und deswegen will ich das doch ein bisschen anders machen. Da hatte ich doch so eine Idee hier, bei diesem Durchbruch hier. Ja gut, ich muss das hier auf jeden Fall mal wegmachen hier. Oh, ich brauche Erde. Ja, aber ich habe ja Erde da. Sehr gut. So und so. Ich will nämlich nicht, dass man den Sand so auffällig sieht. Na? Da unten drunter ist es ja dann egal, das ist in Ordnung. So, okay, ich werde mal schnell da ins Lager laufen und mal nachschauen, ob ich denn da ein wenig Glattstein habe. Denn ich habe ja nichts mehr im Inventar, außer die paar Sachen, die ich jetzt gerade so abgebaut habe. Da müsste ja noch irgendwo was sein. Nee, da auch nicht. Wo ist denn das Steinzeug? Ja, ja, guck mal da. Jede Menge. So, dann brauche ich noch... wo sind die ganzen Sachen hin? Hier, oh ja, wir haben sogar Eisengitter da. Sehr gut, brauche ich nämlich auch. Tja, und damit war es das auch schon. Da haben wir so Pflanzenzeugsel. Ist hier, nee, da ist nichts mehr. Ich bräuchte nämlich Stöckchen. Da ist überall nichts mehr. Da ist nur Steinzeug. Ja gut, aber Steinzeug, jemand... Das dann auch. Ja gut, da muss ich mir eben was machen. Wenn ich denn Holz fände. Ach komm, hab ich kein... Moment mal, Holz ist doch hier. Doch, doch, doch. Hier, guck mal. Dann mache ich mir einfach mal ein paar Stöckchen. So, das dürfte genügen. Und jetzt bin ich gespannt, ob ich... Holz. Ach so, ja, für die Stöckchen. Ja, richtig. Ja, ich habe einen Hebel. Ich brauche zwei davon. Okay, dann weiß ich also doch noch, wie Hebel funktionieren. Also wie das Rezept geht. Sehr gut. So, hier vorne. Das will ich jetzt gleich mal bauen. Dann hier dahin, genau. Ach so, dann wäre es aber sinnvoll, wenn ich auch das hier wegmache. Ja, genau. So. Und dann kommt da das hin, das Gitter.
Und da kommen die Hebel drauf. So, und das ist natürlich noch nicht genug. Ich brauche noch etwas mehr Stein hier. So. Ich muss eben hier... So, das alles wegmachen. Und hier so eine Rinne machen. So, so, so. Ja, so, das dürfte genügen. Und jetzt hier den Durchlass hier. So, jetzt haben wir hier so einen kleinen Ausfluss hier. Das Tor ist gerade hochgezogen. Ja, so, so gefällt mir das hier. Ja, schön. Okay, gut. Dann kann ich da wieder ein bisschen Erde hinmachen und Sand weg. Machen wir das ruhig hier so voll hier, so genau. Und da will ich den ganzen Sand hier weg haben. Ach so, da unten aber auch noch. Dann nehme ich besser... Oh, ich werde weggeschwemmt. Nehme ich besser die Schaufel. Da ist auch noch so viel. Moment mal. Ich muss mich hier erst wieder ein bisschen zurechtfinden. Ach ja, und in der Zwischenzeit kann ich ja was erzählen. Habe ich mir eigens jetzt hier noch so auf den Tisch gestellt. Hier nebenan. Nämlich eine Flasche, wo einmal Wein drin war. Nämlich Sherry. Ich hab mir Sherry, wie heißt das? Cream, genau. Cream, das ist süßer Sherry. Ich habe nur diesen einen probiert bislang und nicht mehr. Deswegen kann ich da jetzt nicht sagen, wie Sherry denn sonst so schmeckt. Der hat mir jedenfalls geschmeckt. Das war so, naja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich kenne mich damit ja noch nicht aus. Irgendwie so ein bisschen, ja, so ein bisschen holzig oder so. Rauchig? Naja, rauchig, weiß nicht. Also auf jeden Fall ein recht markanter Geruch, Geschmack, ja, Geruch auch. Fand ich sehr interessant. Beschreiben kann ich es leider nicht, weil mir dazu einfach, ja, wie ihr gerade eben gehört habt, die Worte fehlen. Da kenne ich mich noch nicht aus. Ich wollte mich ja noch ein bisschen mit der Sensorik beschäftigen, aber das habe ich bislang noch nicht gemacht. Ich habe mir, ich glaube, so ein oder zwei Bücher ausgesucht, die ich da eventuell mir einmal zulegen werde zu diesem Thema. Aber mehr ist es eben noch nicht. Und das hat ja Zeit. Also ich will mich da nicht hetzen. Ich habe ohnehin gerade anderes zu tun. Und dann muss ich mich... Ich muss mich mal hinlegen. Ich will ja nicht nachts draußen sein. Ich muss mich ja nicht abhetzen. Da mit dem hat ja Zeit. Und wenn sich das ganze Projekt, bis ich da mal ein halbwegs ein Weinkenner bin, unter der Voraussetzung, dass ich immer noch irgendwie da Gefallen dran habe. Also wenn das... was weiß ich, so 5-6 Jahre dauert oder so, sogar noch länger, ja, ist auch gut. Also, ich vermisse da sonst nichts. Also das ist, ich meine, ich habe es schon mal gesagt, eigentlich völlig untypisch für mich, dass ich mich dann so lange aufhalte und mir so viel Zeit lasse mit einem Projekt, mit etwas, was ich wissen will, aber in dem Fall absichtlich so. Das soll nur etwas sein, was so nebenher geht. Und es hat ja auch immer zu tun damit, dass man Wein trinkt. Und ja, ich will nicht die ganze Zeit Wein trinken. Also so hier und da mal ein bisschen was, das ist gut. Und dann reicht es aber auch wieder. So, dann machen wir das hier noch ein bisschen weg. Ja, und mehr habe ich dazu jetzt leider auch erstmal nicht zu sagen. Mit dem Portwein bin ich ja durch. Den habe ich schon probiert. Der ist auch ganz gut. Ach so, doch, eins kann ich noch sagen. Ich habe zu dem Portwein habe ich immer... Ja, was heißt immer? Also ich hatte jetzt erst zwei Flaschen in den letzten, was weiß ich, Wochen. Passt blau Schimmelkäse ganz gut dazu und aber auch dunkle Schokolade. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Nee, ich mache da doch eher den. Das passt besser. Weil ich da den Stein habe und das will ich gerne so... So eben so lassen. Dass eben nur da Stein ist. Oder so einer kann ja mal da bleiben hier, so zum Beispiel. Was wollte ich sagen? Blaue Schimmelkäse. Dunkle Schokolade passt da sehr gut dazu. Und ich habe das bemerkt bei dem Sherry, der schmeckt gar nicht so viel anders. Zumindest nach dem, was ich so feststellen konnte.
Habe ich das mit Blauschimmelkäse versucht? Weiß ich nicht. Also das ist auch nur so eine 3/4 Liter Flasche, aber die habe ich jetzt schon seit, keine Ahnung wie lange, bis die da mal leer war, so 2 Wochen oder so, oder vielleicht sogar noch länger. Weiß ich nicht, das kommt schon hin. Ich weiß nicht, ob ich da diesen Blauschimmelkäse auch dazu probiert habe. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Also wenn, dann habe ich das ganz zu Anfang gemacht, als ich die Flasche neu hatte. Und das ist ja schon 2 Wochen oder noch länger her, deswegen... Ja, weiß ich das jetzt leider nicht mehr. Allerdings habe ich festgestellt, und das war erst, ich glaube, gestern oder so, oder vorgestern, dass schokolierte Ingwerspitzen dazu passen. Vielleicht ist das eine recht außergewöhnliche Geschmacksvariante unter Kennern. Ist mir egal, ich bin ja kein Kenner. Also ich meine, das passt recht gut dazu. Ja. So, gut. Damit, mit dem Thema bin ich durch und mit dem hier, mit dem Bau hier auch. Das soll jetzt eben noch ein bisschen zuwachsen. Da kann man noch ein paar Blumen dann hinsetzen. Aber da würde ich gerne noch aufmachen hier so. Ja, dass man da, dass die Fische da durchschwimmen können. So, okay. Aber jetzt will ich mich mal an das Haus machen. Ein wenig Platz habe ich mir ja schon gemacht. Ach ja, genau. Und ich werde mir das jetzt herausnehmen, dass ich nämlich diese beiden hier nach hinten versetze. Das heißt, ich muss das wegmachen. Dann ja. Und das da will ich auch versetzen. Aber nach hinten, ja doch, nach hinten dann. Moment mal, ich will aber auch den hier wegmachen. So, das hier. Genau, da drauf. Moment mal, wo will ich denn den Boden hinmachen? Das kann ja hier ruhig ein bisschen höher sein. Naja, ist auch egal, ich muss jetzt sowieso erstmal Material besorgen. Und zwar werde ich jetzt erstmal das hier, was ich jetzt bislang im Inventar habe, wegmachen. Kreisdorf, da hatte ich doch auch mal ein... Da. Ein Lager. Dann Gitter wieder da rein. Steine wieder dahin. Das Holz auch. Die Erde, ja, die kann auch weg. Ich weiß jetzt noch nicht, wo ich die hinpacken soll. Da, ja, doch, da. Ja, haha. Wenn ich sie jetzt noch hinbekäme, ja, dann nehme ich sie mit. Okay, nehme ich mit. Ich teleportiere mich jetzt ins Lager. Und räume den Rest eben schnell weg. Das ist ja schnell gemacht hier. Und dann packe ich mal ein paar Sachen ein, so wie ich mir das vorgestellt habe. Mal schauen, ob ich da was Vernünftiges hinkriege. Ungefähr so, wie ich mir das vorgestellt habe. Also, ich will gerne den Boden machen aus Fichtenholz. Genau, da. Nehme ich mal sowas mit. Und ich brauche auch noch ein bisschen was hiervon. Tür. Nee, Tür mache ich aus Eiche. Ne, da. Oh, 59 Türen habe ich da. Ja, okay. So. Dann brauche ich noch ein paar Glasscheiben. Ah ne, ich brauche ja noch Holz. Und zwar Birkenholzzäune. Ja, es ist nicht so viel jetzt hier, ne? Ja, aber so viel, glaube ich, brauche ich da doch auch nicht, oder? Echt, will ich das aus Birkenholz machen? Ja, doch. Ja, ja, doch. Aus Birkenholz. So, ein paar Stöcke noch, damit ich da Zäune bauen kann. Dann baue ich die doch gleich mal. So und so. Und dazwischen diese Dinger hier. Die nehme ich gleich wieder mit. Okay, und ich brauche aber auch noch... Dschungelholz. So, ich glaube, das war es erstmal hier mit Holz. Ah, nee, gar nicht wahr. Oder habe ich denn... Ja, siehst du, habe ich nämlich nicht. Birken... Holzstufen. Ansonsten mache ich mir eben noch welche oder hol welche. So, und dann brauche ich noch Glas für die Fenster. Zumindest für teilweise für die Fenster. Dann nehme ich einfach mal sowas, alles mit hier. Und ich brauche Sandstein. Da haben wir noch Sandstein. Glatter Sandstein. Gemeißelter Sandstein. Oh ja, Treppen ist auch gut. Ja, ich nehme mal ein bisschen mehr mit. Dann kann ich mir noch Treppen bauen und so weiter.
Ah ja, und noch was. Das, nämlich will ich gerne auch so was machen, wie ich das schon mal gemacht habe bei dem... Ja. So, Moment, ich kann da noch was... Kann da noch was einzahlen. Vielleicht kriegst du diesmal hin, dass ich das alles so mache, wie es gehört. Ich glaube, ich muss nämlich einfach nur... Nein, natürlich wieder nicht. Ach so. Natürlich habe ich wieder verkehrt gemacht. Ja, das ist ja klar. So. So machen... Wie... Wo muss ich denn jetzt hin? Da. Wie bei dem...